schönste Hund von Umstadt. Da sitzt er mit seinem Stofftier. Jetzt gerade mal in Großumstadt. Und da lässt er sich so ein bisschen erahnen, der Pilgerpfad. Hier kommt nämlich so eine kleine Erhebung im Feld daher. Die sieht er da vorher auf diesem Bahndamm. Da sieht man ihn. Und er kommt. Und er kommt da hinten aus dem Waldrand. Gemütlich hinunterrollend den Althammer Weg dann entlang. Und runter geht's in den Geschichtswald. Ja, die schöne Katze auf der Jagd. Miau, miau. Du bist der Hübsche. Jetzt guck zu mich an. Was macht denn mein? Der hat keine feldbauste Chance gegen so eine Katze. Jetzt sind wir in Großumstadt Rischen. Da, wo man jetzt die Erhebung sieht, hier im Feld, war ein römischer Gutshof. Und hier dieser Berg ist der Mühlberg. Und da war die römische Siedlung am Mühlberg. Das hat damals eine Lehrerin aus kleiner Umstadt aufgeschrieben. Und die haben auch damals in den 80ern Sachen hier gefunden auf dem Feld. Weil da hinten ist die hohe Straße, die Römerstraße. Und da haben sich ja lauter Siedlungen an dieser Straße befunden. Also römisches Land ist hier. Dann ist wieder der Pinselberg in Großumstadt. Und da hinten ist, das ist die Ortschaft Rechen. Jetzt runter Richtung Altheim. Da dieser Baum ist die Zigeunereiche. Mussten die, das fahrende Volk musste hier kampieren, weil wir haben ja keinen Zutritt zu den Ortschaften gehabt. Und ist das noch das Relikt daraus. In der Ferne geht es in die hohe Straße, die eigentlich von hier aus gekommen wäre. Die hohe Straße von Dieburg. Müsste eigentlich hier über das Feld drüber gekommen sein. Und da geht es weiter. Ein Stück, den wir voneinander lassen können. Keine Chance. Der eine muss hinter dem anderen her. Halt, ich will in die andere Richtung. Nee, ich will in die Richtung. Und von ferne hört man den Kuckuck. Jetzt haben sie mal angehalten. Und die Nachtigall ist auch da. Die Jahrtausende nennt. Römische Zeitgeschichte satt. Auf dem Feld hier ist auch eine Villa Rustica aus der römischen Kaiserzeit. Unscheinbar sieht's aus. Da sieht man die Jahrtausende im Feld. Scherben über Scherben liegen hier auf Magge. Es ist halt immer wieder interessant, die mal haptisch in der Hand zu haben, zu fühlen. Das ist interessant zu mitnehmen. Ich lasse mehr liegen. Es ist schon mühsam, überhaupt Scherben hier drauf erkennen zu können. Da liegt auch wieder eine. Fakt ist auch,
Es hat so was Wüstenähnliches an sich. Jetzt war es mal zwei Tage, ein bisschen feuchte. Und man sieht es ja, was hier aus dem Feld übrig geblieben ist von dem Wasser. Gar nichts. Ist alles Staub. Ich schreite hier mit meinem Drahtgaul über die hohe Straße. Über den Fasan. Ich sehe den tollen alten Baum. Der römische Meilenstein. Lauter Geschichte, lauter Geschichte. Wer hier wohnt, reißt die Geschichte einfach nicht ab. Nur die wenigsten kennen sie. Deswegen ist sie auch so interessant, die Geschichte. Ja, die Schnellbahn. Und da vorne das Örtchen Kleestadt mit der Kirche. Da eine kleine Umstadt. Und hier vorne die Wiese hier. Das ist der Ausweichflugplatz von Babenhausen. Im Dritten Reich als Ausweichlandebahn ist es gemacht worden, als Ausweichflughafen, falls der Flughafen in Babenhausen bombardiert worden wäre. Das Einzige, was da jemals gelandet ist, war ein englischer Aufklärer. Der hat den Kindern ein bisschen Schokolade gegeben, ein Kaugummi, und dann ist er wieder weitergeflogen. Heute ist es einfach nur ein Acker. Ganz wenige Leute wissen, dass das hier der Ersatzflughafen für Babenhausen war. Alles neben der Hohen Straße. Und dann zog die Hohe Straße genau durch die Straßenmühle da vorne durch. Das war früher die römische Poststation. Drin ist Örtchen Schlierbach. Und da hinten in Ferne der Taunus mit dem Feldberg und dem Altkönig. Und hinten dran, hinter der Straßenmühle, ist so ein Steinbruch, von dem man annimmt, dass es schon in römischer Zeit ein Steinbruch gewesen sein könnte. Und sieht das Material bei der Pfanne für die Straßenmühle, also für die Poststation, hier raus gewonnen haben. Ganz klar ist es aber natürlich dann später noch ein Steinbruch gewesen, wo man das Straßenbaumaterial gewonnen hat. Das Gneis, was man hier sieht. Wie so ein verwunschener Ort hinten dran. Da sieht man es überall wieder. Das hat man um 1900 auf die Straßen gemacht. Das ist auch im Benson-Bürzkopf, kann man das auch finden. Das sind ja dann die Hügelgräber. Leider diese Geschichte wegen dem Straßenbau zum Opfer gefallen. Damals wie heute. Was sie sich damals gemüht haben. Barfuß. Nur mit Hacke ausgerüstet. Und hier sehen aber Bärlauch zum Verwechseln ähnlich und sind aber doch das giftige Pendant.
Ja. Da sieht man's. Straßenbaumaterial. Und dann ist diese hohe Straße hier aus der Straßenmühle wieder rausgezogen, praktisch hier über die Wiese, da den Berg hinauf und dann da hoch in den Wald. Und in dem Wald hat dann in den 1960er Jahren ein Doktor, Namen schon wieder vergessen, archäologisch herausgefunden, dass da oben die hohe Straße weiter entlang läuft. Also die hohe Straße, die ins Kastell nach Stockstadt führt. Und dann kam dieser Sturm, Wipke, und dann hat man da oben den Wald neu gestaltet und dann hat man diese freigeschaufelte Stelle kurzerhand wieder zugemacht. Deswegen weiß man heute gar nicht mehr genau, wo das gewesen ist. Wird natürlich noch archäologisch festgehalten sein, aber man sieht es so nicht mehr. Gibt es also auch dementsprechend keinen Hinweis. Aber hier über diesen Berg ist die hohe Straße weitergezogen. Man muss sich so vorstellen, dass da, wo es jetzt hier den Berg hochgeht, da hinten, dass da auch die hohe Straße weitergegangen ist. So ist klar, dass der Radweg Hohe Straße nichts mit der Hohen Straße zu tun hat, die da von Dieburg nach Stockstadt zieht. Es lässt sich aber erahnen, wo die Hohe Straße weitergezogen ist. Da oben ist sie weitergezogen. Und hier unten des Weges sieht man das. Da ist sie jetzt rechts hoch in den Wald reingezogen. Und praktisch hier ist sie weitergezogen, die Hohe Straße. Das erkennt man heute nicht mehr. Aber es ist genau die Gerade von der Straßenmühle hier hoch, den Berg hoch und dann hier durch den Wald. Unscheinbar sieht es aus. Und auch von der anderen Seite sieht man nichts im Gelände, was auf einen Straßenkörper hinweisen könnte, auf dem die Römer entlang gezogen sind. Und doch ist es hier gewesen. Und dann kommt man hier vorbei an diesem super Zwieselbaum, der gewachsen ist. Mir wieder total faszinierend, wie diese Bäume wachsen. Die Powerbäume. Da, der Ast wächst nach unten und dann macht er wirklich die abnormalsten Pirouetten, um weiter zu wachsen. Das sieht aus wie so ein Geweih. Und hier nehmen sie ganz schwarz. Der tolle Zwieselbaum. Faszinierend, diese Bäume. Die haben Ausstrahlung. Und dann ist die hohe Straße da von der Straßenmühle kommend hier weitergezogen. Und da sieht man das jetzt auf diesem Weg. Sieht man so einen Hubbel, das ist auch wieder ein Stück von dieser hohen Straße und die zieht dann nach rechts weiter Richtung da runter. Das ist dann Richtung Schafheim. Da ist er hinten über das Feld an der anderen römischen Siedlung vorbeigezogen. Aber erkennen kann man eigentlich nichts. Allerdings gibt es hier oben die Außergewöhnlichkeit, dass man ein Stück dieser hohen Straße erkennt. Und zwar genau hier voraus sieht man so eine Erhebung, die sich auch nach hinten fortsetzt. Da hinten erkennt man sie nochmal. Und da hinten auch nochmal. Und ganz da hinten ist auch nochmal so eine Erhebung drin. Also das hier ist die römische Hohe Straße. Kein Wunder, dass also, wie gesagt, die römische Hohe Straße, die da auf diesem
Feldweg weiter unten entlang zieht, Richtung Babenhausen, nichts mit der hohen Straße zu tun hat, wie sie sich wirklich gestaltet. Weil hier kann man ja nicht mal mit dem E-Bike langfahren. Wenn man von der anderen Seite noch mal guckt, sieht man es noch mal ein bisschen deutlicher. Das letzte Stückchen der hohen Straße, was man hier sieht. Man kann es erkennen, diese Linie. Und dann geht es da hinten rein. Und hier ist jetzt praktisch weiter unten der Radweg Hohe Straße. Das wäre jetzt die Weiterführung. Ja, ich meine, da oben kann man ja durchfahren. Man fährt praktisch neben der Hohen Straße entlang Richtung Stockstadt. Wir sind natürlich viel, viel mehr Fahrradfahrer unterwegs. Und es mutet ja fast schon so ein bisschen wie eine römische Straße an, weil sie so gerade gebaut ist. Dann kommen wir hier an so einer Hütte vorbei, also da oben. Irgendwo im Krache zieht die Hohe Straße entlang. Und hier sieht man den Hinweis auf eine römische Turmstelle. Natürlich mit dem Hinweis versehen, römische Straßen. Da hätten die Römer bestimmt ihre Freude gehabt. So eine tolle Straße werden die gerne gefahren mit ihren Kutschen. Ohne Federung. Die Komfortstraße vor 2000 Jahren. Und dann hier vor Schafer im Wald ist auch so ein ganz sonderbarer Ort mit so vier Steinen über einer Brücke drüber. Wenn man meine Videos jetzt schon öfters mal geguckt hat, da gibt es so was Ähnliches vor den Toren vor Fränkisch Krumbach. Das ist hier genau dasselbe. Das ist hier ein Galgenplatz, ist das hier. Da sind noch die vier Säulen des Galgens, stehen noch da. Und es läuft über einen Fluss hinweg. Da wird die Seele gleich fortgetragen. Auch so ein schauriger Ort, mit dem man heute gar nichts mehr anfangen kann. Da hat man noch mal ein bisschen Akustik. Immer der Galgenbrücke. Und hier jetzt aus dem Wald hinter mir kam die Hohe Straße praktisch hier über das Feld gelaufen. Und hier neben auf diesem Feld, Industriegebiet Schafheim, sind diese römischen Brennöfen im Feld enthalten. In etwa 2 Meter Tiefe gibt es hier römische Brennöfen. Man hat in diesen römischen Brennöfen in den 80ern römische Tongefäße gefunden, die zum Brennen noch bestimmt waren und die auch schon gebrannt waren zum Teil. Das sind also wirklich hier, genau hier vorne an dieser Ecke von dem Industriegebiet, beginnt die römische Siedlung. Jetzt bei dem grünen Feld lässt sich das nur erahnen, also sehen tut man auch hier wieder nichts, dass hier vorne eine römische Siedlung 2000 Jahren im Boden gewesen ist. Waren mehrere Häuser. Man findet heute noch da, wenn man über den Acker läuft, römische Scherben. Das sollte man natürlich jetzt vermeiden, über den Acker drüber zu laufen. Man will es auch nicht sehen, weil jetzt ist es ja eingesät. Und dann ist hier vorne was ganz Interessantes in diesem Wald. In diesem Wald sind Gruben und da hat der Schinder gewohnt. Also der Henker von Schafheim, der diesen Galgen bediente, der hat hier an diesem Waldrand gewohnt. Da hat er sein Haus gehabt. Der Schinder, so wie die Leute ihn genannt haben, der durfte auch nicht im Ort wohnen. Das war der Scharfrichter, der durfte auch nicht im Ort wohnen. Vor dem hatten die Leute Angst und er musste deshalb draußen wohnen, außerhalb der Ortschaft. Und er hat da
In diesem Wald gibt es Gruben und da hat er die Häute, das Leder gegerbt in so einer Brühe in diesen Gruben. Das haben sie nachgewiesen. Das schaffen wir Heimatgeschichte. In der Nähe dieser römischen Siedlung. Da hinten, da sieht man, wo die Hohe Straße hingezogen ist. Zur Papierfabrik nach Stockstadt. Und da hinten, das ist schon über dem Main drüber, diese Höhen. Und da oben, im Sonnenlichter, da liegt Eichelsbach. Und in Eichelsbach hat der Baron von Haxthausen diese ganzen Hügelgräber freigelegt. Da oben gibt es ganz viele Hügelgräber im Wald. Also man sieht, die Geschichte ist hier omnipräsent. Nur wer weiß das, dass wir so viel Geschichte hier auf einem Flecken haben. Da kommt man so im Wald entlang, nichts ahnend, und dann sitzt da so eine. Und da sind wir jetzt in Schoffen. Die Schindkaude, das war da, wo der Schinder wohnte und seine Felle gegerbt hat. Und das ist das ganze Waldstück danach benannt. Wenn ihr raus geht's dann wieder in diesen Wald, wo der gewohnt hat, der Schinder. Und das weist ja auch nochmal darauf hin, die Galgentanne. Ja, das verdorbene Waldstück für die Leute damals, die der alle aufgeknüpft hat. Zu tun wollte es nichts haben mit ihm, aber die Leute aufhängen, dafür war er gut genug. Na, da bin ich schon weit gekommen. Stockstein am Main 6,6 Kilometer, Sellenstadt 16, das ist mir zu weit, aber ich hoffe, da nun nicht so ist, da muss ich jetzt wieder runter. Weil ich bin eben schon gewaltig weit unterwegs. Weil ich denke die ganze Zeit, warum merke ich schon mal, ob es so? Ja, im Tacho steht es auch drauf, warum ich das so merke. Hier neben im Wald lauter Abbautätigkeiten. Da haben sie wahrscheinlich Sand gefördert. So wie es aussieht. Von den Kauden her. Wasser und Zitronenfalte, da fliegt er. So, und hier unten ist die Hohe Straße, weiter in den Wald gelaufen, komme ich jetzt wieder raus. Schoffen. Also von da ist die Hohe Straße hergekommen. Da hinten das Eck, wo die Siedlung ist. Die römische zieht sie praktisch hier weiter, weiter. Da wo es jetzt der Rentnerruh geht, kreuzt den Weg und zieht dann praktisch hier hinten in diesen Wald. Da sieht man dann, wo die Hohe Straße hingeht. Da ist so ein kleiner weißer Schornstein, guckt da raus, das ist die Papierfabrik in Stockstadt. Und hier vorne dran ist Ringheim. Und da geht es wieder hoch zu den Wahrturmhöhen. Geschichte satt, wie gesagt. Alles hat hier irgendwie mit den Römern zu tun. An der Hohen Straße. Ein putzischen Raps, der ist total klein, aber riecht total intensiv. Dann sieht man hier die Hohe Straße wieder. Also hier ist noch erkennbar die Hohe Straße, das letzte Stück ist da vorne hin, wo die Tafel steht. Warum die hier erhalten geblieben ist, weiß kein Mensch.
Seltsam ist es schon. Ich frage mich das schon jahrelang, warum sie hier ausgerechnet erhalten geblieben ist. Und sonst nirgendwo. Außer das, was wir jetzt heute gesehen haben. Das bisschen, wo es sich so erahnen lässt, oben auf dem Berg oben drauf. Und man es auch mal so als erhobenen Damm so ein bisschen sieht. Da zieht sie hin durch, die hohe Straße. So, ich bin wieder auf dem schönen Altheimer Weg. Diesmal im vollgrünen Zustand. Die Luft ist einfach toll. Full Sauerstoff. Das habe ich doch vermisst. So lange Zeit. Da kann man sich erst mal gar nicht satt sehen. An diesem tollen Grün. Ja, wird immer mehr. Da purzeln die Funde. Umstadtblick. Da sieht man wie die dunklen Flecken, wo die Menschen in der Jungsteinzeit gesiedelt haben. Da der Holzberg. Davon aus kommt es jetzt als nächstes Halbzahn. Dann sind wir zum Abschluss der Fahrt noch die richtige Umweltsauerei. Das macht die Umwelt kaputt. Unglaublich. Erstmal weil es Gift ist, was er da drauf schüttet. Und dann, weil das auch das Ozon belastet, wie verrückt, 300 Mal mehr als jedes Auto belastet das Ozon, weil dann nämlich Lachgas freigesetzt wird. Mein Gott, ihr Widerlinge, ihr macht die Natur unserer Kinder kaputt. Zu Gebet. Full Stereo. So ist das auf dem Dach, da hat alles in Ordnung. Schöne Samstags die Kirchenglocke, damit die Leute am Sonntag in die Kirche gehen. Das schönste Haus in Holzen, das alte Bauernhaus. So, wieder in heimischen Gefilden. Super Sänger. Kilometer, kommen wir jetzt wieder 2 Kilometer drauf. Absolute Ferntour. 4 Stunden, 40 Minuten. So, ein Abschlussbild vom Otzberg. Von der Oppe. War schön. 20 Kilometer. Eine tolle Tagestour. Knapp 5 Stunden hat es gedauert. Sind die Kilos heute geputzelt. Der Speck muss weg.